So, jetzt Folge 2 der, wie heißt das? Inspektion, richtig. Inspektion, Folge 2 heute. Ich möchte heute den Keilriemen inklusive sämtlicher Spann- und Umlenkrollen tauschen, denn ich habe nämlich so ein komisches Jaulen, wenn ich beschleunige. Und ich vermute, dass das von einer Umlenkrolle kommt. Und da wir eh Inspektion machen, passt es auch ganz gut. Der Keilriemen wird eh gemacht und deswegen machen wir jetzt alles einmal neu. Und wir fangen jetzt an damit, dass wir hier unten diese schöne Plastikabdeckung abbauen. Die neueren Fahrzeuge, das Auto ist ja auch schon 10 Jahre alt, aber die sind ja vollgestopft mit irgendwelchen Plastikscheiß. Und den müssen wir jetzt erstmal wegbauen, damit wir überhaupt drankommen. Legen wir los. Baue jetzt die untere Abdeckung ab. Dafür brauche ich einen Torx, 20er Torx, und es müssten insgesamt 17 Schrauben sein. So, es ist hier leider stockfinster. Ich habe die Spannrolle jetzt schon raus. Man kann hier nämlich richtig bescheiden filmen nur. Da, wo das Loch klafft, da sitzt die Spannrolle. Ich setze jetzt die neue ein und dann zeige ich nochmal, wo ich da zugange war. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe jetzt hier den neuen Riemen aufgelegt. Die Spannrolle ist dran. Die zweite Spannrolle ist dran. Und es ist hier finster wie im Bärenarsch. Jetzt kann man ein bisschen was erkennen, glaube ich. So, und da hier die Schraube. Das ist der Spanner. Da geht man mit einem 15er Ringschlüssel geköpft drauf und dann kann man den entlasten und den Keilriemen runterziehen. Und gleichzeitig kann man noch, wenn man möchte, hier an der Seite einen Dorn reinstecken. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Zum Abnehmen war es nicht nötig und die Rolle habe ich eh getauscht. Von daher, es steckt jetzt noch ein Dorn drin in der neuen Rolle, den ziehe ich raus und dann wird der Riemen gespannt und dann sollte es gegessen sein. Dann bauen wir noch hier wieder schön die Abdeckung runter und dann sage ich auf Wiedersehen mit diesen traumhaften Bildern aus der Dunkelheit. Siehe da, ein voller Erfolg.